Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich fahre jetzt zu Haftbefehl. Der hat heute oder macht gleich seinen neuen Laden auf um 11 Uhr. Das ist jetzt, glaube ich, ungefähr 9:30. Ich baller da direkt hin. Ich bin mega gespannt, ob der Burger geil ist. Er soll angeblich komplett bio sein. Das checke ich natürlich auch alles ab. Eventuell ist er ja richtig Ramazamma. Ja, da ballern wir jetzt hin. Ich setze mir jetzt ins Auto und dann gucken wir mal, was da abgeht. Danke nochmal an den Kollegen hier oben. Ich blende mal das Kommentar ein für den Tipp. Das ist natürlich Gold wert. Ich habe auch nicht alles auf dem Schirm. Also schreibt mir auch euren Tipp für euer Kommentar in die Kommentare. Gewinnt den Gutschein hier oben. Ihr habt jetzt eine Belohnung ausgesetzt. Und in diesem Video wieder ein Special. Schickt mich direkt zu euren Lieblingsburger, indem ihr euren Burger, den ihr sehen wollt, like. Also das Top-Kommentar schickt mich direkt zu eurem Lieblingsburger. Hannover am Start. Und das, was ich erwarte, ist gleich eine Riesenschlange. Die ganzen Haftbefehl-Fans, die ganzen Groupies, die ganzen Fanboys, Girls, alles am Start. Ob es das sein wird, sehen wir gleich. Haftbefehl! Oh, da vorne sehe ich aber schon was. Das könnte ich mir vorstellen, ist da Polizei. Das könnte Polizei sein. Ich habe ja ganz vergessen, alle sind arbeiten oder in der Schule. Olle. Ey Jungs, was geht? Ja? Alles gut, muss. Viel Glück. Wart ihr schon da? Nein, wir wollten aber Schule. Ach scheiße, müsst ihr jetzt zur Schule? Dann scheiß doch, Mann. Nur die richtigen Gangster kommen zu spät. Ja, natürlich. Ja, danke. Euch noch viel Spaß in der Schule. Höchstens eine Armee von Arbeitslosen hätte man erwarten können. Ich schwör's euch, ich habe mich gesehen hier, wie ich in der Menge tobe und so richtig so, oh, Neueröffnung und sonst was, aber... Es ist tatsächlich nichts los, weil alle in der Schule oder bei Arbeit sind. Sehr heftig eingerichtet. Also ich habe schon eben zum Chef gesagt, von der Einrichtung her stimmig. Wenn das jetzt auch noch geil schmeckt, wäre natürlich vorteilhaft. Guck mal Leute, wir sind jetzt in der Küche am Start. Moin Jungs, alles bio hier, ne? Ja, na klar. Was ist das, der Rosin? Der Green Rosin. Gute Zutaten bestimmt, ne? Beste vom Besten. Boah, ich überlege, ob ich so einen Green Rosin vielleicht auch probiere, Mann. Auf jeden Fall. Pilzburger, Champignonburger. Pilzburger? Oh. Magst du nicht? Doch, eigentlich schon, aber ich denke mir mal lieber Klassik, bevor ich so diese Special-Dinger probiere. Deswegen, wisst ihr? Dann probieren wir unser Klassik. Mhm. Schöne Fische, Fleisch. Eigentlich. Guck mal, ich habe gerade noch einen Tipp für den besten Döner Deutschlands kriegt. Hürtürk, hier genau. In Hannover. Ja. Das alles selber auch, ne? Ja, alles selber. Aber ab 13 Uhr nicht mal mehr Fleisch, weil so ein anderer da ist. Genau, so sieht's aus. Weißt du, was ich feiere hier bei euch, ne? Was das ist so Feeling wie unter Kollegen. Ja. Man denkt so, ihr seid gerade, keine Ahnung, spielt Playstation hinten, macht die Burger und wie Kollegen schnacken. Ja, richtig Fall. Wir sind hier sehr familiär und gutes Kollektiv auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir verstehen uns ihr sehr gut. Ihr kennt euch auch so, ne? Ja, klar. Voll, ja. Feier ich. Sehr schön. Oh, so muss das sein. Guck mal, den werde ich gleich fressen. Schön mit Röstung nochmal. Den legen wir hier an. Wie bei Nusret ist das. Nein. Hä? Nein? Wieso nicht? Besser? Du kannst auch kein VW mit Ferrari vergleichen. Ja, kann man so sagen. Ja. Ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Auf ganz entspannt hier jetzt. Boah, hier ist genau meine Ecke. Guck dir das an, auch ohne Soße extra. Die wollten mir unbedingt Klassik geben, ohne Soße. Die sagen, der Saft vom Fleisch langt aus. Du brauchst keine Soße mehr. Komplett anonym unterwegs sein im Internet. Serien gucken, welche ihr wollt. Und das Ganze fast gratis. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Euch sagt bestimmt der Begriff Länderrestriktion was. Das heißt, geografisch gesehen könnt ihr natürlich nicht alle Sendungen gucken, alle Serien. Wenn es jetzt irgendeine Serie gibt in Amerika, egal welchen Land, ist oft der Fall, dass es heißt, so, ihr dürft das nicht gucken. Ihr wohnt in Deutschland. VPN CyberGhost macht folgendes. Übrigens Markt für 38 Millionen User weltweit. Sie schleusen eure Daten durch einen virtuellen Tunnel. So seid ihr komplett anonym unterwegs. Das heißt, dass der zusätzliche Vorteil, keiner weiß, wo ihr seid, was ihr macht, was ihr tut.
ist halt komplett anonym, diese ganzen Sachen auch, wie personalisierte Werbung und so, das ist passé. Und so könnt ihr eben auch in Deutschland Serien gucken, die irgendwie nur in Amerika ausgestrahlt werden. VPN entsperrt insgesamt 35 verschiedene Streaming-Plattformen, die ganzen bekannten auch halt, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und. Das heißt, auf den ganzen könnt ihr alles gucken, was ihr wollt. Und ihr könnt es auf 7 Geräten installieren, darunter natürlich auch Konsole, Fernseher, PC, Handy, es funktioniert überall, ihr könnt euch das sogar noch teilen, 84% Rabatt mit meinem Link in der Videobeschreibung, das heißt 1,95 kostet es dann und 4 Monate gratis obendrauf noch und ihr könnt es halt noch teilen mit Kollegen, Freunden, Familie, das heißt es ist fast geschenkt, wenn es euch nicht passt, gebt ihr es zurück, zack und jetzt geht's weiter im Video. Erstmal Mega Bacon. Den Geschmack möchte ich nicht missen. Da denke ich sofort, diesen Classic Burger, der ist so konzipiert, den musst du mit Bacon nehmen. Feine Salznote. Ich schwöre es euch, feine Salznote. Geniale Röstaromen. Auch vom Bacon, das kommt direkt richtig, richtig intensiv. Und vom Salz, du merkst, hier ist kein Billigmaterial. Du merkst es, ich schwöre es euch, ist ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie Billigsalz vom Aldi Jod mit Fluorid und Bam darauf knallst oder ob du gutes Meersalz nimmst. Bam rüber. Schmeckst du. Guter Käse. Das hat so ein bisschen, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern positiv, das hat so ein bisschen Sandwich-Charakter. Als wenn Mutti so ein Sandwich gemacht hat, ich fühle mich gerade wie in der Schule. Gerade große Pause, bam, knall mir ein Sandwich hinter die Binsen. Gut, gut, gut. Einen zweiten. Geben wir noch eine Chance. Noch eins weiter. Let's go. Also, ich muss erst mal sagen, wirklich, ganz große Kritik. Der Burger war köstlich. Ja, war gut, muss ich sagen. Okay. Ich will noch einen zweiten probieren. Was empfehlt ihr mir noch einen zweiten Burger, Jungs? Pilzburger. Ja, okay, ich nehme Pilzburger. Wenn ihr sagt, Pilzburger, die wollt mir die ganze Zeit den Pilzburger schon geben und ich wollte erstmal den normalen. Der ist nämlich Pilzburger. Der Pilzburger ist da. Ja, jetzt gibt es noch schöne Champignon-Runde. Champignon-Burger. Ich liebe Champignons. Egal welche Variation. Wenn es gut gemacht ist und jetzt auch Burger, das wird knallen. Hier ist eine Schale, eine Pommes noch. Riechst du das? Ja. Ja, kommt jetzt. Das riecht gut, Digi. Ich habe eben eher einen Mann gefunden, der mich aufnimmt, wenn ich in die Köstlichkeit reinbeiße. Guckt euch hier nochmal an, einmal. Richtig schön die Pilze drauf. Also von der Optik schon mal 1+ mit Sternchen, mit dem Salat, die Pilze. Dieser Geruch auch, wenn die Pilze auf dem Grill sind, glaubt mir, Leute. Ich schwör's euch, hätte ich nicht gedacht. Hier ist Pilze auch immer was da hochkommt. Soße dazu. Heftig, ich sage es euch. Ehrlich, heftig. Die müssen ja auch richtig. Du kannst nicht einmal Pilze, du musst sie auf den Grill und richtig schön angeröstet. Dann bringt das nichts, dann kannst du auch keine Pilze nehmen. Soße passt perfekt dazu. Ich sage euch, noch besser, weiß ich nicht. Doch ein bisschen besser sogar noch als der andere eben. Der Saft läuft mir in die Jacke rein. Käse top, Pilze, geiles Aroma. Das Einzige, wenn man daran meckern kann, würde ich sagen, beim Brot geht noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber genial, der Burger, wirklich. Guck mal hier nochmal, schön Medium. Genau getroffen. Ganz edel. Also ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, ihr wisst, mir scheißegal, großer Name, nicht großer Name, sonst was. Ich bewerte so, wie es mir schmeckt und ich bin mit wenig Anspruch ran, weil ich so manchmal im Hinterkopf habe, großer Name, denken, oh, brauche ich nicht so viel Welle machen. Ja, mit den Qualität, Name regelt. So, aber ich sage euch ganz Real Talk Basis, der normale Burger, der Cheeseburger, für mich Sandwich-Charakter, richtig geil, geile Qualität, geile Rohstoff auch einfach. Ja, also gutes Fleisch etc. 8 Punkte von mir von 10. Der Champignon-Burger hat mich umgehauen. 8,2 sogar. Top-Burger kann ich weiterempfehlen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder am Start. Lasst einen Daumen oben da, einen Kommentar und ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Eins natürlich noch vergessen. Ich beende das Video mit einem saftigen Au!